Eines der größten Märchen unserer modernen Welt ist das Multitasking. Wir arbeiten an etwas, zwischendurch beantworten wir eine Mail, schauen mal ganz kurz bei Instagram vorbei und im Hintergrund läuft das Radio. Dadurch verlieren wir den Überblick, die Aufgaben brauchen mehr Energie, als sie müssten und die Wahrscheinlichkeit für Fehler steigt. Multitasking spart uns also keine Zeit, sondern sorgt für Probleme und Stress. Unser Gehirn arbeitet von Natur aus eigentlich ständig Multitasking. Es verarbeitet ohne bewusste Konzentration unsere Sinnesreize und parallel dazu werden, ohne dass wir es bewusst merken, unzählige lebenswichtige körperliche Prozesse reguliert. Dafür ist unser Gehirn im Laufe der Evolution perfekt entwickelt. Was es allerdings nicht so gut kann, zwei komplett verschiedene Aufgaben bewusst parallel bearbeiten, die nichts miteinander zu tun haben. Denken wir an das Autofahren. Dort machen wir viele verschiedene Aufgaben parallel, viele von ihnen auch mit Konzentration. Alle haben aber das Ziel, das Auto sicher von A nach B zu bringen. Problematisch wird es, wenn wir nebenbei telefonieren oder uns auf den Song im Radio konzentrieren, denn dann haben wir weniger Gehirnkapazitäten fürs Autofahren zur Verfügung. Und dieses Phänomen lässt sich auf alle anderen Bereiche übertragen, übrigens unabhängig von Männern und Frauen. Bei uns Menschen funktioniert Multitasking generell nicht gut. Viele psychologische Studien haben gezeigt, dass komplexe Aufgaben immer unsere volle Aufmerksamkeit brauchen. Ganz besonders gilt das für Entscheidungen treffen. Hier spricht man in der Psychologie davon, dass unser Gehirn eine bestimmte Zeiteinheit für diesen Prozess zu 100% braucht. Packen wir weitere Aufgaben in diese Zeiteinheit, verlängert sich die Bearbeitungszeit und die Fehlerquote steigt. Ein Nebeneffekt ist, dass Stress entsteht und wir uns gehetzt fühlen. Menschen, die den Eindruck haben, dass sie doch sehr gut vieles parallel machen können, irren sich. In Wahrheit wechseln sie im Bruchteil einer Sekunde von einer Aufgabe zur anderen und dafür muss auch im Gehirn umgeschaltet werden. Verschiedene Aufgaben stören sich gegenseitig. Die Hirnforschung geht davon aus, dass jede Aufgabe bestimmte Bereiche im Gehirn aktiviert. Und werden gleichzeitig sehr unterschiedliche Bereiche gebraucht, müssen wir die Energie, die wir zur Verfügung haben, aufteilen. Deshalb lautet die ganz klare Empfehlung, verzichte auf Multitasking. Erwarte nicht von dir und auch nicht von anderen, dass es doch möglich sein muss, mit verschiedenen Dingen zu jonglieren, sondern arbeite gehirngerecht. Sei dir darüber bewusst, dass unser Gehirn nicht in erster Linie ein Denkorgan ist, sondern ein Steuerungs- und Verarbeitungsorgan. Um es mal bildlich zu machen, du hast in deinem Körper bis zu 3 Millionen Nervenfasern. Und jede von ihnen leitet pro Sekunde bis zu 300 Informationen an dein Gehirn. Und dann kommt noch das Denken on top dazu. Gehirngerecht arbeiten bedeutet, dass wir uns in einer bestimmten Zeiteinheit immer nur einer Aufgabe widmen. Idealerweise schließen wir erst einen Prozess ab, bevor wir uns einem anderen zuwenden. Und dafür schaffst du dir am besten eine Arbeitsumgebung, die möglichst störungsfrei ist. Denn jede äußere Störung führt auch zu einer Störung bei unseren Arbeits- und Denkprozessen. Statt also parallel Multitasking zu arbeiten, achte doch mal darauf, nacheinander Multitasking zu arbeiten. So wirst du unterm Strich mehr schaffen und auch zufriedener mit deinen Ergebnissen sein. Du hast Lust auf neue Themen jede Woche? Dann abonniere doch einfach hier diesen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du kein neues Video. Über einen Daumen nach oben von dir würden wir uns sehr freuen. Und wenn du Fragen hast, dann lass uns doch einfach einen Kommentar da. Auch Themenvorschläge wären klasse. Und hier gibt es noch ein paar interessante Videos für dich. Bis nächste Woche, euer René.